Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. So, da sind wir zurück in meinem Park. Und haben noch irgendwelche Achterbahnen, die wir bauen wollen. Warte, Screamer, genau, Screamer wollte ich noch bauen. Wobei, da Spaß und Nervenkitzel gar nicht mal so gut ist. Ich baue, glaube ich, erstmal das Screamer, genau. Und dann sehen wir uns, wenn das soweit ist. So, wir hätten es schon. Schon locker. Ja, ich mache gerade richtig gut Profit. Okay, Screamer. Wie groß bist du? Okay, du bist nicht ganz so groß. Das finde ich schon mal ganz nett von dir eigentlich. Da bin ich schon mal ein Fan von. Okay. Könnte ich das hier so und dann einfach nach oben? Ja, das würde gehen. Okay, sehr schön. Und dann mache ich den Weg hier rüber. Damit ich so ein Kreuz habe, wisst ihr? Das ist jetzt mein Ziel. Oder mein Plan eher. Weil ich jetzt alles auf eine Straße ranpacken muss, dann ist das nicht so ganz praktisch. Deswegen mache ich jetzt erstmal diesen schönen 6 Meter breiten Weg. Komplett hier rüber. Dann mache ich die Warteschlange. Und dann noch ein Ausgang, das ist auch manchmal ganz nützlich. Sehr gut, dann kann das testen. Und ja, that's it. Genau, dann forsche ich auch noch direkt mal was Neues. Ach, Restaurant, Forschung anzeigen. Ein Restaurant. Surprise. Okay, Achterbahnen, frei beweglich, Wiedergeburt um zu loopen. Hoch aufsteigen, tief fallen, entlaufen Achterbahn, Spitzengeschwindigkeit, alter Käse, aus welchem Grund auch immer. Ich habe doch Herausforderungen hier. So, ein Feuerwerk-Display, eine Achterbahn mindestens 2 Schnitten mit Airtime oder eine Szeneriebewertung von 60. Ach, für den Park. Kann ich irgendwo schauen? Ah, hier, 37 ist meine Szeneriebewertung im Park. Dann schaue ich doch mal, dass mein Park etwas hübscher wird. Ein Ahorn bauen zum Beispiel. So, dahin hin, dahin hin, dahin hin. Da immer schön in regelmäßigen Abständen. Einigermaßen. Damit es richtig schön natürlich aussieht. So, wie viel bringt sowas? 38. War es gerade eh nicht auf 39? Ah, wahrscheinlich 37. Ja, das bringt jetzt irgendwie nicht ganz so viel, wie ich dachte. Genau, ich mache hier vorne am Eingang direkt eine kleine Waldlandschaft, so ein bisschen, ja? Hier direkt, dann sieht es direkt einladend aus, Leute. Ich bin absolutes Design-Genie. Efeu, wie sieht es aus? Auch einfach so, okay. Ja, kann man machen. Oh, fuck. Ein Hausmeister ist unzufrieden. Mein Gehalt ist das allerletzte. Ich könnte, Aufstellung. Oh Gott, erstmal fortbilden und du kriegst 20 Dollar mehr im Monat. Ja, 80 Dollar im Monat würde ich mir auch nicht zufrieden mitgeben, bin ich ganz ehrlich. Kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. So, dann noch eine Eiche. Och du Scheiße, ist die fett. Ja, juckt nicht. So, dahin noch. Was haben wir noch so? Ein Laubwallfelsen. So, noch den hier. Einfach alles hier hinklatschen, das sieht dann wunderschön aus nachher, sage ich euch. Eine Platane, was auch immer das ist. Und, ja, ne? Machen wir noch einen Wunschbaum hin, da kann man sich dann was wünschen, ne? So. Okay, also, das sieht nicht mal scheiße aus. Ich habe Renner einfach nur Bäume hingeklatscht. Aber, ich muss echt sagen, also wenn man jetzt hier reinkommt, das sieht doch voll geil aus, oder? Okay, irgendwie ist der Baum in dem Stein drin oder andersrum, aber... Das sieht schon geil aus. Das hat was auf jeden Fall.
Okay, wie viel hast du jetzt gebracht von der Parkbewertung? 41. Ach komm, Alter. 2 Punkte mehr. Ernsthaft? Ja, ich glaube, das braucht einfach dann Zeit. Aber ich denke, diese Achterbahn ist jetzt wahrscheinlich inzwischen fertig. Gerade so. Und dann eröffnen wir die auch mal. Und The Screamer. Was passt denn zu. Ja, Steine, ne? Ja, ein paar Alpinfelsen. Die kommen immer gut an. Hier Efeu an so einen Stein ran. Ist auch immer ein Highlight. So. Und dann noch eine Eiche. Alter, wunderschön sieht das aus. Und 7%, danke. Wie viel kostet das? 13 Dollar. Kann also bitte jemand drauf gehen? Ich würde das gerne testen. Also halt, ich persönlich, ne? Warte, hier kann ich dann noch mein Service-Gebäude angepasst. Imbiss. Verkaufsautomaten. Nicht wie mein. Wo ist denn das? Restaurant, genau. Warte, Bauplan? Gibt's auch eine Restaurant-Bauplan? Oh ne, hier ist Restaurant. So. Kaffee im Park oder. Ja, Kaffee im Park. Ja, das sieht doch hübsch aus. Ja, moin. Wo ist hier Eingang? Na, schauen wir mal kurz. Das sieht doch wunderbar aus. Ach, hier seitlich, okay. Wege. Und. So. Was haben wir hier? Parkside Cafe. Und. Oh Gottes Willen. Ein Restaurantmenü. Ah, lol, hier kann man so einzelne Sachen reinpacken. Einfach irgendwelche, die man gerade haben will. Ja. Das ist ganz cool eigentlich. Hier gibt's Käsenudeln, Chicken Sandwich und Wurst mit Püree. Ja, komm, ich baller hier alles voll. So ein Cheeseburger, ein doppelter Cheeseburger, ein Bacon Cheeseburger und ein Veggie. Wir uns schützen die Vegetarier, deswegen machen wir das auf 3 Dollar nur. So, ich bin zwar selber kein Vegetarier, aber trotzdem, Vegetarier müssen immer schön unterstützt werden. Okay. Neptis hat ein technisches Problem, dafür habe ich ja Techniker, Gott sei Dank. Wie sieht es denn sonst so beim Personal eigentlich aus? Sind die so zufrieden? Ich bilde mal alle fort, die ich fortbilden kann, damit die besser sind. Und wir bekommen alle eine Gehaltserhöhung von 5 Dollar. Okay, jetzt gehen die alle nur in dieses scheiß Restaurant hier rein. Und sonst nirgendwo hin. Was ist denn das? So, geht er hin? Ist hübsch, oder? Ist ganz toll. Ja, perfekt. Victor Huang. Ego-Perspektive. Alter, ich freue mich schon darauf. Oh, das war vielleicht ein bisschen unpraktisch. Aber das sieht mir scheiße aus mit diesen Felsen, ne? Ich muss sagen, das hat was. Das ist alles sehr schön hier. Auf normaler Geschwindigkeit. Und da kommt auch schon direkt das Achterbahn-Dingens. Im American Style gehalten. Alter, wie schnell können die bitte rennen? Wie schnell können die bitte rennen? Was? Aber schon geil, weil wir sind jetzt schon verdammt hoch hier, ne? Und das wird ja noch höher. Aber schon der Anfang, schon der Einstieg ist extrem hoch eben gebaut. Das ist ganz cool eigentlich. Hallo? Bist du irgendwie unfähig da drüben? Was macht der Junge da? Alter, was habe ich für Mitarbeiter hier? Das ist ja traurig. Junge, jetzt mach doch mal. Ah, jetzt geht's los. Okay, perfekt. Okay, es geht erstmal runter. Das ist unüblich. Okay, auch von dem Bad. Find ich ganz cool, dass so ein Thema ist, so dieses American-Theme. Nur noch hier mit rot, weiß und blauen Schienen. Das ist ganz cool eigentlich. Der Anfang hier ist mal was anderes, aber ja. Macht es auch nicht unbedingt besser, den Aufstieg hier. Der ist irgendwie immer langweilig. Das geht gar nicht anders. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und. Das Ding heißt ja The Screamer, also. Wow, okay, ja, das ist schon mal nicht schlecht, ja.
Ohlalalala. Oh. Da ist der Kopf ab. Und nochmal, falls der gerade eben schon nicht ab war. Wow. Okay. Okay. Ja. Danach müsste ich kotzen, wenn ich darauf fahren würde. Da bin ich mir absolut sicher. Wow. Alter, das ist ja mal der absolute Horror. Oh, oh Gott. Das ist eine Zumutung. Dafür muss ich ja eigentlich Geld bezahlen, dass Leute da drauf gehen. Aber ey, die ist echt, also die ist echt cool, aber ich würde niemals ein zweites Mal damit fahren, weil mir das selbst schlecht werden würde. Ist ohne Szenerie ziemlich öde. Es hat Szenerie. Junge, es ist halt wieder so lame, ne? Ich klatsche 5 Drachen hin und dann ist die Szenerie wieder auf 100%. Ja, paar ich halt den schlafenden Drachen noch hin oder zwei. Und davor war es auf 7% und jetzt 15? Das ist immer noch relativ wenig. Aber wie sieht es denn mit meinem Restaurant aus? Macht das Profit? Oder wie sieht es damit aus? Finanzen? Ja, macht Profit. Wunderbar. Sauberkeit. Oh. Sauberkeit. Was kann ich da jetzt machen? Gibt es keine Auswahl. Macht mich fast krank. Ist ein bisschen langweilig. Könnte mal geputzt werden. Hausmeister, da ist doch einer. Du machst mal den Bereich hier. Und der andere, den mache ich einen neuen Arbeitsplan. Der macht den ganzen Rest. Ups, nee, warte. So. Nein, immer noch nicht. So. Okay. Dann sollte alles abgedeckt sein. Okay. Hoffentlich macht der jetzt hier mal sauber, der Hausmeister, ne? Okay, hiermit mache ich Verlust. Das heißt, ich mache das Ganze mal auf 14 Dollar. Genau, ich wollte eine Forschung starten noch. Ich mache mal Spitzengeschwindigkeit, ja. Mit 3000 im Monat. Damit schnell wie möglich, so schnell wie möglich vorbei ist. Und, was sagen die Leute hier? War schon ziemlich schnell vorbei. Ja, komm, ich mache es noch 50 Cent teurer. So. Und dann packe ich noch ein bisschen was in die Szenerie rein. Damit hier noch mehr Leute Bock haben drauf zu gehen. 44% immerhin. Geht ja schon mal. Und was hat meine Partbewertung? 49. Joa. Okay. Jo, dann würde ich sagen, wir werden den Part. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.